Sie suchen etwas? Kein Problem, wir helfen Ihnen. Suchen Sie ein Medium in der Stadtbibliothek? Öffnen Sie als erstes die Website unter www.stadtbibliothek-chemnitz.de. Dort finden Sie in der linken Navigationsleiste den Punkt OPAC und Verlängerung. Über diesen Link kommen Sie zum OPAC. Um ausführlicher suchen zu können, nutzen Sie die erweiterte Suche. Hier können Sie in verschiedenen Feldern suchen und verschiedene Suchbegriffe kombinieren. Die Auswahlfelder bieten die Möglichkeit, nach verschiedenen Informationen zu suchen. Nehmen wir ein Beispiel. Ich suche ein Buch, in dessen Titel das Wort Gesundheit vorkommt. Zusätzlich will ich nur Medien von dem Verfasser Günther Hepen. Geben Sie bei Titel Ihren Suchbegriff ein. Es werden Ihnen bereits während des Eintippens des gesuchten Begriffs Vorschläge unterbreitet, was der gesuchte Begriff sein könnte. Dann wählen Sie in einem zweiten Feld die gewünschte Option aus. Dort geben Sie Ihren zweiten Suchbegriff ein. Natürlich können Sie gern noch mehr Begriffe verwenden, um so die Suchergebnisse einzuschränken. Starten Sie die Suche. Nun sehen Sie die Treffermenge. Hier können Sie, wenn nötig, die Treffermenge noch einmal eingrenzen auf den Medientyp, weitere Schlagworte oder Erscheinungsjahr. Damit Sie wissen, welche Medien Sie ausleihen können, wurde ein Ampelsystem eingerichtet. Rot heißt entliehen, gelb ist bestellbar, das heißt, es ist in einer anderen Stadtteilbibliothek vorhanden und kann an den Wunschort bestellt werden. Grün heißt, Sie können das Medium ausleihen. Um ein Ergebnis anzuschauen, klicken Sie auf den Titel. Hier sehen Sie nun die Anzeige eines der Ergebnisse. Hier finden Sie Angaben zu Titel, Autor, Auflage, Erscheinungsjahr, aber auch wo in der Bibliothek Sie das Medium finden, in welcher Abteilung und unter welchem Regalstandort. Zusätzlich ist bei den meisten Medien ein Bild des Covers abgebildet.